In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man weihnachtliche Zapfenfiguren mit Naturmaterialien und Materialien, die man zu Hause findet, ganz einfach nachbasteln kann. Im ersten Schritt benötigen wir einen Zapfen und eine Holzkugel. Diese wird mit etwas Heißkleber auf dem Zapfen befestigt. Bei der Benutzung des Heißklebers achtet bitte darauf, dass ihr euch nicht an der heißen Spitze verbrennt. Jetzt schaut das Ganze so aus, wir haben jetzt hier den Körper und den Kopf unserer Zapfenfigur und wir verpassen dem Ganzen jetzt noch eine Haarpracht oder einen Hut oder etwas Ähnliches und dafür benutze ich von der Roteichen-Eichel die zwei Fruchthalter, die sind noch miteinander verbunden und die werde ich auch mit Heißkleber oben drauf kleben und so sieht das Ganze ein bisschen aus wie ein Heiligenschein von einem Engel. Genau, das machen wir jetzt einmal. Achtet wieder bitte darauf, dass ihr euch jetzt nicht hier verbrennt. Im nächsten Schritt werden wir unsere Zapfenfigur noch mit etwas Glitzer und mit dem Uhu bearbeiten und dem Ganzen noch ein Gesicht verpassen. Zum Schluss verpasse ich meiner Zapfenfigur auch noch ein paar Flügel, denn es soll schließlich wie ein Engel ausschauen. Und dazu benutze ich einfach handelsübliche Watte und diese werde ich links und rechts auch wieder mit Heißkleber anbringen. Auch hier wieder Vorsicht, der Heißkleber ist heiß. Sollte eure Zapfenfigur nicht von selbst stehen bleiben, so könnt ihr das Ganze auch noch auf ein Stück Rinde oder ein anderes flaches Stück Holz kleben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Natürlich könnt ihr auch kostenlos den Kanal abonnieren, um weitere Videos nicht zu verpassen. Bis dann!